Okay. Hallo zur Online-Führung von Paradise Desperate Times. Das ist Christa Burger hier vor euch und vor mir. Und wir fangen jetzt mal an mit der Online-Führung. Ich hoffe, der Sound ist okay. Ansonsten müsst ihr mir in die Kommentare schreiben. Ich höre nichts. Mach was. Okay, los geht's. Willkommen. Wir haben ein Jahr zusammengearbeitet. Ich, Miriam Mickel, Anja Kreising und Mekka Farah Begovi und haben an das Thema Paradise Desperate Times gearbeitet. Und wir waren in zwei Orten, in Holland und in Münster. In Holland in Nijmegen beim Hubert. Und hier sind wir am Haverkamp. Und Haverkamp ist auch noch einer von den letzten Freiräume hier in Münster, und Hubert ist auch ein Freiraum in Nimwegen. Und wir haben diesen Austausch auf diese Freiräume stattfinden lassen, weil wir wollten uns in diesem Kontext bewegen und uns die Frage stellen, was man alles so macht und tut in diesen Freiräumen und was es bedeutet, dass es diese Freiräume noch gibt, aber auch wiederum kaum noch gibt. Wir haben das ganze Jahr über Gespräch geführt und auch während diesem Austausch die Arbeit gemacht in einem Bauwagen. Der Bauwagen steht jetzt wieder beim Hubert. Das war quasi unser eigenes mobiles Atelier. Und der Bauwagen hat hier auch im Haverkamp gestanden. Und ich habe Collage gemacht in der Bauwagen. Und habe danach von dieser Collage Risodrucke gemacht, und das ist, was man hier sieht. Und ich habe mal mit das Thema Haus und Zuhause gearbeitet, und die Collage sind zustande gekommen mit Bildelementen, die eigentlich von das Haus selber abgeleitet sind. Viele Tapete und Mustern, die man bei Küchebeleg, wie heißt das? So Klebe, Plastikklebe. Ah, wie so Küchen, wie nennt man das? Oberflächenbeklebung. Genau, Oberflächenbeklebung. Und kannst du was zum Risodruck sagen? Ich kannte das ja vorher nicht. Also wie funktioniert das denn? Risodruck ist quasi Risodruck ist wie beim Man baut quasi ein Bild auf. Man fängt an mit die helle Farbe und baut es dann auf. Und man kann einfach ein Full Color, eine Vollfarbdruck machen. Das wäre dann das hier zum Beispiel? Genau, das wäre sowas. Und hier habe ich erst den gelben Schicht, den kann man hier auch sehen. Darüber kommt dann der rote Schicht, das sieht man hier. Dann kommt der blaue Schicht darüber. Und dann macht man nochmal den Schwarz darüber. Und dann hat man eigentlich ein Vollfarbebild. Aber man kann da ganz schön mit spielen, weil der Risodruck ist quasi die Kopiermaschine. Und da sind so farbige Trommeln drin. Ah. Und dann der Trommeldruck auch wie beim alten Stenseldruck, was man immer bei den Aktivisten auch genutzt hat, den Stensel, um die komplette mitzudrucken, druckt dann halt eine Farbe erst ab. Und dann macht man eine neue Vorlage, um eine andere Farbe in Trommel, und der druckt dann den nächsten Druckgang. So, man hat auch erst 100 Blätter oder 20 Blätter, je nachdem, mit Gelb. Und dann führt man wieder neu ein und dann kommt der nächste Farbe. Und wie kommt man zu diesem Neon hier? Das ist halt dann, man kann ja eigentlich Trommeln machen mit verschiedenen Pigmenten. Ah. Für den Full Color braucht man halt CMYK. Aber man kann auch, man hat auch beige oder schon vor. Ah, okay. Und dann hast du, das ist halt dann Trommel mit nur Neon. Verstehe. Und was ist das hier? Das ist auch von dir? Ja, das ist halt, wie ich sagte, ich habe mir das Thema Haus, Zuhause, was bedeutet es, ein Zuhause zu haben oder überhaupt, es ist ja gar nicht möglich, so wie wir jetzt. Den Bauwagen haben wir verstellt, aber das kann nur so leicht gehen, weil es diese Art von Freifläche gibt, so wie beim Haverkamp, wo man so einen Bauwagen einfach platzieren kann und dann auch da drin schlafen kann. Das geht ja normalerweise nicht. In Holland darf man zum Beispiel gar nicht schlafen in seinen Camperwagen,
im öffentlichen Raum. Das okay. ist verboten. Krass. Und weil es so einen Ort gibt, und so, das Thema Zuhause und Haus waren für mich Themen. Und da habe ich diese Arbeit zugemacht. Und meine zentrale Satz für diese Arbeitszeit war No Home, Go Home, Stay Home. Genau, das sieht man hier auch nochmal auf der Flagge. Hier sieht man eine Madonna, die aus einer großen Kaffeetasse Kaffee ausgießt. Hast du das selber kollagiert auch? Ja, genau. Es ist auch wieder so Beispiel Bilder, die man nutzt und wie man eine Küche einrichten kann. Es gibt ja viele Formen auch innerhalb der Architektur, wo man gar nicht weiß als Mensch, wie in gezwungene Muster eingeratet. Und ich spiele selber eigentlich ganz frei immer mit so politischen Themen, aber ich bin kein politischer Künstler, aber vermische die dann mit alltäglichen, aber zur gleichen Zeit, hier hat man dann halt ein religiöses Bild, aber Kaffee ist auch wiederum, was uns alle verbindet. Mhm. Der Kaffee wird einfach verfließt und Kaffee an sich ist ein politisches Thema, so. Aber das Bild an sich ist nicht direkt politisch. So, ich selber mag einfach mit all diesen Facetten zu spielen und arbeite deswegen auch sehr gerne in Collageform. Ja. Wie du ja selber auch. Genau, hier hängt noch so ein Buch von mir. Genau, vielleicht kann Christa das auch machen. Ich habe nämlich angefangen, diese Collagenbücher zu machen. Und wir haben uns in der Ausstellung absichtlich entschieden, dass wir unsere Arbeiten sehr gemischt aufhängen. Also nicht jeder hat eine Ecke, sondern das auch zusammengeht. Und wenn man jetzt ein bisschen weggeht, dann kann man beispielsweise hier auch sehr gut sehen, dass die Darstellung von Weiblichkeit oder auch einfach Fragen nach Privilegien und nicht privilegierten Menschen sich auch ein bisschen überschneiden in unseren Arbeiten. Ja. Genau. Okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Wir gehen über Anja Kreisings Performance- und Videostation vorbei an Mirka. Eine Arbeit von Mirka und noch eine Arbeit von Mirka und sind jetzt hier bei Christa nochmal. Kannst du uns kurz erklären, was wir jetzt hier sehen? Ja, jetzt sehen wir, vielleicht kannst du mal zurückgehen, ja. Um alle Arbeiten zugleich zu zeigen. Hier sieht man drei große Collagen, die ich gemacht habe, auch wiederum mit das Thema Zuhause. Aber ich arbeite selber auch viel mit wiederum gefundenen Materialien, die ich finde in leerstehenden Häusern. Und hier hat man auch ein mobiles Haus, das ist halt den Zelt, die du da siehst. Das ist ein Haus, die kann man an verschiedene Stellen aufbauen. Und hier ist ein Haus, was in Anbau ist oder in Abbau, aber die Materialien, genau wie du sagst oder ihr gerade schon warst, sind einfach die das nutzt man, wenn man ein Haus anmalt und das sind Sachen, die ich gefunden habe in einer Leerstelle. Ja, das sieht aus wie alte Tapete, ne? Genau. Und die kombiniere ich dann alle zu einer Arbeit. Und ich liebe auch einfach die Vergänglichkeit von Sachen, von das Leben. Aber es gibt einen so einen bestimmten Satz, der kommt auch aus der Religion, glaube ich, dieses Haus gehört nicht mir. Mhm. Weißt du, ich weiß nicht, wie der Satz geht, genau, aber dass man sozusagen auf die Erde aufpassen muss, weil man eh vergänglich ist selber. Genau, ja. Aber das Haus bleibt und ja. Dient eigentlich alle. Und ja. Das finde ich so schön, das Haus, weil wir als moderner Mensch können ja nicht existieren mehr echt ohne Haus. Ja. Oder ein Raum mit vier Wänden ist quasi das Minimum. Und das finde ich sehr interessant. Das ist eigentlich wie ein zweiter Haut für mich. Ja. Wir haben ja auch über die Rede zogen, dieses Ding, wovon man braucht. Wir sind jetzt zwar in einem Raum, der nicht geheizt ist, oder der nächste Schritt ist ein dicke Jacke. Ja, genau. Dann kommt halt das Gebäude, der uns schützt gegen den Wind und den richtigen Schnee.
Na und auch emotional anzeigt, das hier ist der Raum, in dem ich Rechte habe, die du nicht hast, wenn das mein Raum ist. Also es hat auch eine, es ist auch zu einer Rechtsfrage geworden. Ne? Ja. Okay, dann gehen wir hier an dieser Wand einmal weiter. Willst du eher diese Wand erst oder das hier? Ja, oder willst du noch was zu deiner Collage sagen? Machen wir das gleich. Das machen wir gleich, glaube ich. Okay. Ja, da sieht man dann noch eine Serie Collage. Das finde ich auch sehr cool. Wo hast du diesen Untergrund her? Ich versuche das mal hier zu filmen, wenn ihr das sehen könnt. Das ist ziemlich dick. Ist das mehrere Tapeten oder was? Ja, das ist auch einfach wiederum aus ein altes Haus und habe das einfach von der Wand abgezogen und das sind echt mehrere Schichten Tapeten, die halt die Zeit zeigen, wo jemand da gewesen ist. Ja, hier sieht man richtig die verschiedenen 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Schichten und jemand tapeziert einmal in die 10 Jahre. Ja, das ist schon viel. Das sind wahrscheinlich 60 Jahre Historie. Ja. Und das, ja, ich selber hänge auch nicht so an meine Bilder im Sinne von, ich behandle die auch nicht als so Wertgegenstände, weil das genau so eine Vergänglichkeit in ihnen hat, alles. Ja. Und vielleicht können wir dann zurück hier kurz, weil ich mache auch Installationarbeiten. Und auch wiederum in Collageform, aber es hat immer zu tun mit dieser Vergänglichkeit von das Wesen der Stadt und das Wesen von das, was wir bauen. Und hier siehst du einen Aufbau mit kleinen Windrädern und da hinten läuft ein Video. Ich weiß nicht, ob wir das sehen können. Ja, so ein bisschen schon. Wir können, oder so filmt es ab vom Bildschirm. Ich glaube, es geht schon. Der Computer, da sieht man das richtig gut. Achso, Moment, dann. Da mache ich halt Videos, wo sich kleine Städte sich aufbauen. Und, das ist zu viel Spiegelung. Ja. Sorry, wir müssen so stehen. So geht's aber. Oh ja, das ist schön, mit Licht auch. Ja, das habe ich dann innen gebaut da baue ich richtig aus Elementen, die ich finde, kleine Städte auf. Und manche mache ich auch draußen, diese habe ich dann drinnen gemacht. Und da spiele ich auch wieder mit dieses Bauen von Sachen. Die Mensch baut und erfindet Sachen und erfindet selber tolle Lösungen, wie man Sachen machen kann. Und ich liebe es zum Beispiel, diese YouTube-Filme, die habe ich auch mal gezeigt diese Woche hier, wo Leute eigentlich selber ganz erfinderisch sind, wo man ein Bauwagen sieht mit einem Kran und da drauf ist nochmal eine Leiter und da haben die dann noch irgendwie einen Stuhl dran festgebaut und da fangen die dann an, ihren Wände anzumalen oder Leute, die ihren, Klimaanlagen richtig so anbauen, aber dann gibt es zwei andere Freunde, die hätten den fest und er hängt quasi draußen aus dem Fenster und baut seine Klimaanlage geil an. Das sind Sachen, die ich liebe, einfach diese Kreativität und die erfinderische Art der Menschen. Genau, und deswegen sieht man hier, ist auch ganz kreativ, der Strom fließt und das Rad dreht sich. Und jetzt vielleicht noch diese Arbeit hier. Ja, diese habe ich hier in Haverkamp gemacht, in Münster. Das sind auch alles Elemente, die hier zu finden waren. Und da das Thema Paradies war und hier gibt es einen Club, der heißt Heaven, habe ich das alles zu einer Arbeit gemacht, die eigentlich ganz gut zu unserer Ausstellung Paradise Desperate Times passt. Und du musstest unbedingt eine Palme in einem Bild noch verarbeiten. Hast du gesagt, warum? Warum? Weil das Paradies ist eigentlich doch, meistens denkt man gleich an Bounty Beaches und das typische Caribbean Paradise. Und deswegen sollte irgendwo in dieser Ausstellung noch eine Palme zu sehen sein. Und ihr habt auch, als ihr in Haverkamp in Residenz wart, auch jemanden mit einer Palme getroffen, oder? Genau, das war jetzt auch ein anderes Video. Ich zeige jeden Tag hier ein anderes Video.
dass der Mann war quasi auch ein Startpunkt für die Arbeit und für mich. Und das war ein Mann, der hat ein Boot gebaut aus einem alten Katamaran und einen Motor daran gehangen. Und da hat er selber eine grüne Auflasspalme hingestellt und zwei Sonnenstühlen. Und der ist durch den Hafen gefahren und ich hab den angesprochen und dann habe ich auch eine Tour mit denen gemacht. Ich glaube, über eine halbe Stunde hat er mich rumgefahren und mir kam dann später auch noch dazu. Und das Lustige war, er sagte auch richtig, er hat kein Geld und hat sich selber so quasi seinen Traum ermöglicht, weil er war in Rente. Und es war auch ein ganz schönes Kontrast, weil wir sind dann irgendwann mit diesem selbstgebastelten Boot an einer riesigen Yacht vorbeigefahren, der bestimmt 2 Millionen Euro gekostet hat. Und da saß ein alter Mann, also ein bisschen so schlecht gelaunt, und seine Frau saß so 5 Meter weiter von ihm entfernt und hat auch nur ein bisschen in die Ferne geguckt. Und ich habe keine Ahnung, ob die jetzt gut gelaunt waren oder schlecht. Aber vom Bild her war das so ein riesiger Kontrast, weil er war so, hatte eine kleine Rente und hatte so diese zwei Frauen bei ihm am Boot, auf dem Boot und hat geredet wie am Wasserfall. Und es war einfach schön. Und das ist wiederum diese schöpferische Kraft von so jemandem. Und ja, das hat mich inspiriert auch. Und was hat dich hierzu inspiriert? Ich gehe nochmal weiter weg. Das ist nämlich eine sehr große Arbeit. Kann man das Ganze sehen? Ja, doch. So, jetzt habe ich es ganz drauf. Ja, das ist eine Zeichnung, die habe ich gemeinsam gemacht, auch mit Kindern. Ich habe selber einen Teil von den Vögeln gemacht, aber es gibt auch Vögel, die sind gemalt durch Kinder. Und das ist ein anderer Teil von meiner Arbeit. Ich mag gerne zusammenarbeiten, weil ich finde, dass viele Menschen haben viele Qualitäten und die kann man auch anders zeigen und werden auch anders wahrgenommen, wenn man sie anders zeigt. Und deswegen finde ich selber schön, um Zeichnungen, die Leute selber gar nicht so wertschätzen, in einen anderen Kontext mitzunehmen und die dann diese Wertschätzung mitzugeben. Ich mag ja sehr gerne hier die Teufelflugkrake, die ja, finde ich ziemlich hot. Ja. Und natürlich mein allerliebstes ist die fliegende Qualle. Hallo? Ja, mein also, Lieblingstier. Ja, die fliegende Qualle ist das Best of Two Worlds, finde ich. Genau. Ja, vielen Dank. Während wir das jetzt gemacht haben, Christa, habe ich gedacht, ich glaube, wir machen vielleicht auch noch eine englische Version für alle unsere englisch sprechenden Freunde, oder? Ja, wie wollen wir das machen? Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen wieder mit der englischen Version. Okay. Super, bis gleich.